Hallihallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio Space Age. So, wir sind vorbereitet. Wir haben ein bisschen Munition dabei. Ich würde mal behaupten, wir gucken mal kurz nach da unten. Wir schauen mal, ob wir die Beißer vielleicht sogar ziemlich schnell wegbekommen können. Denn wenn sie weg sind, sind sie weg für den Anfang. Ich hoffe mal inständig. Das ist nicht viel. Es geht, es geht. Ein paar große sind mit dabei. Aber ansonsten. Das geht noch in Ordnung, eigentlich. Ja, das geht voll und ganz in Ordnung sogar. Weg mit dir, weg mit dir. Die Anfänglichen sind echt kein Problem. Das einzige Problem ist, dass ich zu wenig Munition dabei habe, so wie es ausschaut. Ja, zu wenig Munition, okay. 20 Clips reichen nicht aus, so wie es ausschaut. Ich muss sagen, ist die Anfängermunition. Ich habe ein bisschen mehr erhofft davon, aber wir können sie besiegen auf die Art und Weise. Jetzt können wir nur gucken, dass wir vielleicht noch nebenbei... Ah, du baust gerade... Ja, mischt. Okay, wir haben es hier ein bisschen wütend gemacht. Noch ein bisschen wütend. Bitte, du kommst hier mit rein. Da die Hälfte. Du kommst auch mit rein. Dann gucken wir doch mal. Oder können wir mittlerweile... Stimmt, wir können auch das machen. Wir können bereits sagen, mach mir die ersten Sachen hier von Algen. Das wäre gerade mal so schlecht. Bitte. Rein damit, rein damit. Rein damit. Und dann möchten wir bam, 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 bam eine Produktionsfabrik haben, die uns hier direkt... Danke, brauchen wir eine Montagefabrik. Hier unsere bam, 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 bam Forschungspakete macht. Jetzt brauchen wir noch Eisenzahnräder. Okay, dann brauchen wir zwei davon. Eisenzahnräder, sage Morde. Noch einmal. Kriegen wir hin. Das können wir dann quasi... Ja, selber machen ist noch ein bisschen doof, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Du hin. Mache mir Eisenzahnräder für den Moment. Brauchst du Eisenplatten dafür? Eisenplatten bekommst du von mir. Da krabbeln wir einfach quasi den hier kurz ab. Das ist in Ordnung. Nochmal einen für uns und einen fürs andere. So, noch einmal. Naja, damit, zack. Dann haben wir hier einen Greifer. Du kommst hier durch. Und wir benötigen hier noch ein bisschen mehr. Danke dafür. Runtergezogen. Ja, reicht nicht ganz aus, leider. Bis hierhin ungefähr. Effizienz geht gegen Null, aber was soll's. Dies kriegen wir noch alles gebacken auf Dauer. Bitte hier noch ein bisschen was machen. Ich sehe gerade, ich habe viel zu viele Steine momentan. Also wirklich viel zu viele Steine. So, bitteschön. Ein Stack reicht vollkommen aus, um das zu bedienen, was ich hier machen möchte. Sördle. Dann benötigen wir noch ein paar normale Roboter. Dankeschön. Zack. Der reicht vollkommen aus an der Stelle. Um das hier mal rein zu verfurchteln. Bauen wir nochmal einen für das da hinten. Yep. Und dann haben wir das nämlich automatisiert. Sottle. Brauchen wir nur noch die Platten. Die können wir mal zur Gaudi da reinschmeißen. Dann hast du was zu tun. Während ich gucke, dass wir wieder ein bisschen was herbekommen. Yeah, dieses Arrangement ist einfach nicht gut, wenn ich das so richtig sehe. Sottle, jetzt da. Du schaffst in den rein, du schaffst in den rein, du schaffst in den rein. Die Kohle kommt trotzdem noch an da unten. Ja, das passt ebenso noch. Drei Stück davon und eventuell noch mal einen weiteren Robby, wenn wir es machen können. Ja, es ist ziemlich langsam. Gebe ich zu, es ist ziemlich langsam, aber zumindest etwas an Produktion haben wir. Oh, jetzt fehlt mir auf einmal, alles klar.
Jetzt will man das auf einmal so. Eins und zwei Stück davon hinbauen. Der eine tut es quasi hier raus und der andere holt sich hier rein. Halt, so rum. Einmal dorthin stellen. Und dann sagen wir, bitte da runter. Pure Ineffizienz, aber was soll's. Dann sage ich an der Stelle, was soll's. Es funktioniert und das ist die Hauptsache. Währenddessen können wir nur sagen, wir haben Geschütze, wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich hier, wir haben dich auch schon drin. Dann machst du mir noch das. Das rein, das rein. Und mehr Technologie geht gar nicht, wenn ich mir das so anschaue. Okay. So. Wir benötigen mehr Munition. Nachdem die Elektrofeuer noch nicht da sind, brauchen wir erstmal Munition. Mhm. Du läufst auch die ganze Zeit durch. Es wird immer was gemacht. Also es ist nonstop Arbeiten angesagt. Das ist schon mal gut. Wir müssen bloß nur gucken, dass wir quasi dich hier nehmen können. Oh, du hast jetzt nichts mehr. Jetzt hast du wieder was. Okay. So, bitteschön. Mache mir diese Kohlemine voll. Dieses Kohlelager voll. Haben wir es geschafft? Die haben es geschafft. Okay. Elektrische Förderer. Brauche ich nur einfach nur mehr Eisenplatten. Ist in Ordnung. Ah. Kann man nämlich auch mal ein komplettes System mit ihnen aufbauen. Dann fällt das weg. Der Strom tut sich darum kümmern und wir können alles rauspumpen. Plus benötigen wir noch die Logistik hinterher. Genau, damit wir quasi eine Aufteilung haben. Das wäre noch recht schön. Weiter. Das sind die Platten. Dann können wir nämlich quasi das hier nach da oben verschachern. Das sage ich auch nicht nein dazu. Ihr seid alle funktionsfähig. Yep. Dann bitte noch mehr Kohle hier reinmachen. Yep, jetzt stockt sich nach und nach. Das ist schon mal richtig gut. Und noch mehr reinschmeißen. Wenn wir einmal dieses Aufstocken haben, dann wird alles besser. So, noch ein bisschen mehr Platten bekommen wir. Elektroöfen wäre natürlich auch gut, wenn wir den da reinhauen können, weil die Kohle funktioniert ja eigentlich. Mehr Eisen rauspumpen. Das wäre natürlich auch noch was. Mach mir doch mal 10 Schmelzöfen hin. Das spricht doch nichts dagegen eigentlich. Ja, wir haben genug Steine. Dann können wir sogar noch mal welche machen, wenn es sein muss. Und dann sagen wir, wir hätten hier gerne mal welche hingestellt. So, dahin. Und später kommt dann auch hier was durch. Brauche nur von dir noch ein bisschen mehr. Ein klitzekleines bisschen mehr müssen wir hier haben. Dankeschön dafür. Ich überlege gerade. Ja, noch bist du ein bisschen weit weg. Passt. Noch bist du ein bisschen weiter weg. Die Forschung sollte am Laufen sein die ganze Zeit. Ja, du läufst und läufst und läufst. Du auch. Wir könnten sogar noch mehr eigentlich hier gerade machen, aber die Forschung ist gerade nicht das Wichtigste, sagen wir es mal so. Erzförderer. Ja, die Logistik ist gerade eher das Problem. Wenn wir noch ein zweites Labor hätten, würde das Ganze natürlich auch noch schneller funktionieren. Ja, gut, komm. Ich bin froh mit dem, was ich jetzt habe, sagen wir es mal so. Wir machen hier schon noch ein paar. Wir können schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Das geht auf jeden Fall. Erzförderer, der stellt sich dann quasi hier schon mal hin. Du bist das da hier. Förderst mir hier Erz aus dem Ganzen raus. Und kommst dann quasi nachher hier gerade hoch. Mhm, das können wir so machen. Du kommst da hin. Und nebendran ist quasi dann die Spur für die Kohle. Doch, das gefällt mir. Dann müssen wir das, was wir jetzt haben, quasi nicht abändern. Sondern könnte es mal so lassen für den Moment.
Was sagt der Strom? Das ist alles noch in Ordnung. Alles im grünen Bereich. Okay. Dann hätte ich gerne, wenn wir hier sind, den Bereich weiter so. Und sag mal, du nimmst die Kohle hier mit. Wir brauchen noch ein paar Fließbänder. Mit ein paar meine ich hier ein bisschen was noch. Ja, sieht wieder ganz aus. Wir benötigen beide eigentlich, wenn ich es richtig sehe. Wirklich beide. Haben wir noch Kohle gerade übrig, die wir irgendwo klauen können? Ja, da können wir was klauen, da können wir was klauen. Bitteschön. Dahin, dahin, dahin. Und du kannst auch schon mal ein bisschen was anfertigen. Es ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt ja. Und die Endprodukte kommen hier unten quasi dann raus, würde ich mal behaupten. Ja. Yep. Und für den Moment mal in die Holzkiste rein. Das wäre nicht das Verkehrteste. Wir nehmen dich und dich noch mit. Dann haben wir dich noch mit rein. Machen dich nochmal. Und gucken, dass wir quasi dich dort bekommen, dich dorthin kriegen. Und der Strom für euch beide hierher kommt. Das passt. Läuft. Dann brauchen wir aber nochmal einen weiteren, um das hier reinzubekommen. Und et voilà, Folge 2. Ah, deswegen geht es so nicht. Da müssen wir so machen. Passt. Haben wir links und rechts ein bisschen was. Alles ist dabei. Platten werden produziert. Dum, da, dum, da, dum, da, dum. Läuft. Technologie für Logistik ist auch mit dabei. Oh, zum Glück. Die werden wir nachher sowas von benötigen. Sördle. Dann haben wir gesagt, brauchen wir erst einmal quasi unsere Sachen hier für das Kohleband. Definitiv brauchen wir das für das Kohleband. Hier rüber. Danach kommt es darüber. Wir können schon mal den Greif am Roboter hinstellen. Yep. Alles kompakt in einem Bereich drin. Und, ja, mischt nicht ganz. Nicht ganz, aber dafür haben wir dich hier. Um noch mehr Fließbänder zu machen. Rein damit. So. Es läuft. Der Anfang der Industrialisierung ist fertig. Beziehungsweise muss ich sagen, in dem Sinne Stufe 2. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, definitiv Stufe 2. Sörtel, Strom, Wasser sollte unten eigentlich alles in Ordnung gehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, sagen wir es mal so. Ja, das reicht vollkommen aus. Dann sagen wir, wir hätten gern dieses Setup eigentlich 1 zu 1 hier hochkopiert immer. Das können wir uns schon mal als Blaupause quasi hernehmen. Das war falsch. So, 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 so. Haben wir gesagt, gehabt immer hier kommt der Mast für den Moment hin. Ja, das wäre nicht verkehrt. Wir haben zumindest schon mal Strom da. Der Rest ist gerade mal egal. Hallo Geschütztürmchen. Dich haben wir noch mit dabei und dich haben wir noch mit dabei. Ich hätte gerne, da bist du was. 1, 2, 3. Dann könnte man nämlich die nächste Partie hinbauen. Das sollte eigentlich klappen, definitiv sogar. Her mit dir. Und her mit dir. So, wunderbar. Nummer 2 läuft. Weg mit dir. Wenn wir jetzt noch mehr hinstellen würden, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Könnten wir auch. Ich will gerade das. Bauen wir mal kurz auch noch hier auf. So rüber hin. Dann auch einmal so rüber hin. Okay, geht gerade nicht mehr. Ein bisschen was brauchen wir noch. Ja, damit. Dich, dich, dich. Zusammen mit dem da hier. Dann müsste es nämlich auch funktionieren eigentlich. Hätten wir doppelt gemoppelt schon mal gearbeitet. Zack, zack, wunderbar. Rein mit dir.
Und wir sagen noch, danke für die Mauerntechnologie. Ich hätte gerne. Bam, 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 bam. Bräuchte mir hier noch ein bisschen mehr. Ja, was soll es kommen? Was soll es an der Stelle? Haben wir erstmal zwei Kisten. Das passt schon. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich hier. Dich haben wir auch, dich haben wir ebenso. Du bist langsam am Forschen, das reicht auch. Weil wir erst mal hinterherkommen müssen mit allem hier. Ich nehme dich, dich, dich hier. Wir hätten gerne Munition bis zum Umfallen. Das wäre recht schön. Und wir klauen uns nochmal dieses Design hier quasi weg. Ja, ist ja schön, wenn wir schon quasi unsere Drohnen und alles hätten. Das wäre echt schön. Aber gut. Was willst du machen? Kannst nichts machen. So, haben wir noch welche übrig? Ja, dich, dich und dich haben wir noch da. Bräuchten wir jetzt noch zwei weitere? Das sollte das geringste der Probleme sein. Dann hätten wir nämlich, wenn es ums Eisen geht, einen richtig tollen Output hier. Einen richtig genialen sogar. Zack, zack und zack. Wir haben dich komplett gemacht. Noch ein bisschen mehr hier, dann können wir nämlich die auch demnächst anschließen. Das wäre recht schön. Strom ist immer noch komplett im grünen Bereich. Her mit dir und her mit dir. Wir haben hier das Problem, dass ja, dass hier zu wenig rauskommt momentan, aber das ist nachvollziehbar. Das ist auch dafür jetzt so noch nicht gemacht gewesen, sagen wir mal so. Noch ein paar Stück hier hingeschmissen. Dann gucken wir doch mal, das ist die Bahn hier runter, dass wir daneben direkt einen hinbauen. So. Das wärst du hier. Gibt es keine Ressourcen, aber es macht nichts. Zack. Eins, zwei, drei. Du bist ein Drei, okay. Eins, zwei, drei. Und zwischendrin ist noch was. Das heißt, wenn ich dich und dich jetzt so hinstelle, dann könnten wir das Ganze doch ohne Probleme 1, 2, 3 so mitlaufen lassen. Und wir sagen einmal hier und einmal dort. Und sagen noch übergeordnet, bitte, ich wollte gerade sagen, wir machen das 1, 3, 1, 2, 3. Dorthin, dorthin und dorthin verbunden. So. Das passt. Das ist in Ordnung. Her mit dir, her mit dir. Wir brauchen mehr Erz als es als Kohle. Um das hier quasi funktionsfähig zu bekommen. Hallo Lichter. Warum nicht? Machen wir mal eins. So viel Ressourcen haben wir übrig, dass wir noch ein Licht hinstellen können. Sördle. Der Rest ist am Laufen. Dich nehmen wir, dich nehmen wir. Dann sagen wir doch nochmal, wir gehen runter. Und kämpfe mal noch einmal gegen dieses einen Beiternest. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Oder habe ich schon die. Die Technologie haben wir zwar noch hier erforscht, aber was soll's? Dich, dich, dich. Und dann machen wir dich noch hinterher, dich noch hinterher. Und dich noch hinterher. So. Dann hätten wir alles schon mal vorbereitet. Da 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 dam, da dam, da dam. Hallöchen aber auch. Ich hoffe, ihr habt euch nicht regeneriert. Das wäre sonst ein bisschen unschöne Natur. Es hat ein bisschen mehr geworden. Okay, alles gut. Maps, so schaut's schön aus. Ja, ihr habt euch regeneriert. Aber wir sollten genug Münzen übrig haben. Ja. Da kommt niemand eben raus. Ja, das haut hin. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Halt, halt, halt. Wunderbar. Bevor der nochmal was spawnt, das wäre jetzt nämlich unschön gewesen. Aber das könnte etwas eng werden mit der Munition. Ha, wunderbar, es hat gepasst. Hätten wir die größere Bedrohung erstmal weg vom Fenster. Und sonst ist nichts gerade da. Das eine ist rechts unten, aber ich glaube, nach oben war nichts los. Dann sind wir da schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen besser aufgestellt. Was nicht heißt, dass ich nicht überall mal Geschütztürme hinstellen werde.
Aber für den Moment zumindest ist alles wunderbar. Dum, 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 dum. Forschen läuft immer noch mal weiter. Das passt, das passt. Wie wär's denn mit ein bisschen. Yep. Gib mir mal hier ein bisschen was mit. Und das Gute, der Eisen hier. Und Eisen hier und Eisen dort. Wunderbar. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und hier noch ein bisschen was machen. Müssen wir natürlich nachher auch noch alles automatisieren, aber ich glaube, das braucht, ja, es braucht Schaltkreise und Co., die zu machen. Das dauert noch ein bisschen. Die Fiesbinde hingegen könnten wir schon mal machen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, das können wir noch in Auftrag geben. Das machen wir auch nebenbei. Rüberholen, rüberholen, rüberholen. So. Dann haben wir euch schon mal. Zack, 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 zack. Hier und hier rüber. Ah. Man sollte vielleicht auch die Sachen richtig um aufstellen. Das würde mitunter helfen, stelle ich gerade fest. Definitiv sogar. Das war jetzt unser Radarsystem. Jetzt brauchen wir auch noch ein bisschen was. So, aber wir können schon mal sagen, aus dieser einen Kiste dürft ihr euch bedienen. Beziehungsweise. Bessere Idee. Eine wesentlich bessere Idee gerade. Wir sagen einfach, wir hätten hier gerne unseren Hub. Das wäre nicht schlecht. Du bist hier und hier und hier, dann bist du hier. Zack, zack, Dankeschön. Du kommst hier rüber rein. Du und du hier kommst weg, Dankeschön. Dann sagen wir auch hier bitte einmal so und so rüber. Bingo und Bingo. Dann passt das schon mal. Wir sagen noch, bitte krabbelt uns hier ein bisschen was ab nebenbei, damit ich auch noch was habe. Aber ansonsten können wir dann schon mal sagen, hier Kollegen, ihr bekommt was. Weil die Fließbänder brauchen wir so oft, das ist nur feierlich. So, das sind Zahnräder. Das geht dann quasi. Ich glaube, wir können sogar zwei damit befeuern, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder Zahnräder brauchen 0,5 zur Herstellung und du brauchst auch 0,5 für zwei. Du brauchst einen. Moment. Du machst 1. Okay, nee, dann können wir 1 zu 1 machen. Dann ist das in Ordnung. Dann sollte es eigentlich funktionieren. In der Theorie zumindest. Ich bitte darum. Machen wir noch ein paar. Zack und zack und zack. Sottle. Wir brauchen auch noch 3 Roboter für die ganze Aktion. Aber damit sollten wir hier auch in Ordnung sein. Zack. Nummer 1. Dichtle wäre vielleicht noch recht gut. Und wir sagen so und so hin. Dich können wir mal kurz wegmachen. Und hauen da oben nochmal. Was soll es nochmal in die Kiste hin? Wo wir das Ganze auch reinmachen können. Ja, das passt. Lichtchen zwischen rein. Roboter hier rein. Und du sagst mal bitte das da hier. So. Das haut gerade so hin. Aber du brauchst immer zwei für die Aktion. Und du bist ziemlich langsam beim Rausholen. Heißt, ich bräuchte die schnelleren Greifer. Die kommen demnächst. Ja, das machen wir als nächstes. Aber wir haben das schon mal automatisiert. Und da immer bloß. Hier so 300 oder sowas passt. Mehr brauchen wir dann nicht da. Okay, wie schaut es denn bei euch aus momentan versorgungstechnisch? Nicht so gut, es läuft hier leer. Okay, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen was hinterher bauen. Das können wir natürlich nicht zulassen, dass ihr hier mehr leer lauft.
Der eine ist schon mal fertig. Kannst du irgendwas abbauen hier? Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Wie es bisschen bin ich schon mal zufrieden mit der Welt. Energie auch. Immer schön. Oh. Immer schön im Auge behalten, würde ich sagen. Saft. Oh, dummer Baum. Verschwinde. Du musst nicht hier sein. Nicht auf diesem Erzfeld. So, das andere war jetzt Reparaturpaketchen. Yep, das ist gut, wenn wir sie haben. Und ich gehe mal so weit und sag, wir bauen uns hier nur wieder ein Radar auf und einen Geschützturm schon mal. Bisschen mehr Munition ist auch nicht schlecht. Die Kohle reicht, das reicht auch, das reicht auch aus. Wobei, jetzt werde ich das volllaufen. Wir haben ja sonst momentan nichts. Ja, das gibt sich alles gegenseitig schon. So, haben wir den Radar? Jetzt haben wir. Den Radar können wir direkt hinstellen. Bingo. Ich möchte mal direkt die Umgebung sehen. Und ich möchte natürlich auch die Umgebung da unten sehen. Aber da wäre es vielleicht gut, wenn wir nochmal zack, zack. Zack, dich noch ein bisschen hinbauen könnten. Und ein bisschen was hier mitklauen. Das passt. Sollte man genug haben, um da unten was was anzurichten. Noch ein bisschen Munition hinterher geschmissen. Denn wenn die ausfällt, haben wir ein großes Problem. Ein gewaltig großes Problem sogar. Okay, wir bauen dich dorthin. Bauen dich auf die andere Seite mal zur Gaudi. Wir brauchen noch ein paar Röhrchen von dir. Dahin und die Pumpe nach darüber hin. Dann brauchen wir noch den Roboter und dann können wir es eigentlich schon ans Machen hier. Zack, zack. Und schon mal keine weiteren Masten, alles klar. Das kann passieren. Einmal so und einmal so hin. Bitte, mein Freund, anschmeißen. So. Frage ist nur, wo sie herkommen sollten, wenn sowas passiert. Da wäre es interessant, einmal links und rechts was hinzubauen eigentlich. Habe ich Material genug dafür da? Nein, habe ich nicht. Schade. Okay, aber wir könnten zumindest schon mal ein bisschen Munition hier reinmachen. Yep. Geschütz zum Mainz ist da. Wenn wir schon mal im Strom hier unten sind, können wir sagen, du, Radar. Wir sehen was. Sollte was kommen, der Radar wird sehen. Energie verdoppelt, das passt, weil der Radar verbraucht auch ein bisschen Strom. So ein klitzekleines bisschen Strom verbraucht der dann doch noch. Aber solange wir in Ordnung sind, Statistiken hier, eine Baupläne. Tipps und Tricks brauchen wir auch nicht. Factorio, Errungenschaften, Produktionsstatistiken, yep. Umweltverschmutzung? Minimal. Die Bäume tun momentan alles aufnehmen. Das ist das einzig Gute, deswegen gucken wir, dass wir den Wald auch ein bisschen behalten. Solange wie es geht, das wäre nicht schlecht. So, aber wir sagen erstmal, du kommst weg, du bist alt gedient. Weg damit, weg damit, weg damit. So. Also wie du hier. Brauchen wir nicht mehr. Wie schaut es jetzt hier oben momentan aus? Ihr macht euch nicht immer noch nicht voll. Okay, dann müssen wir nochmal hier hinbauen. Dann hilft es ja nichts. Wir haben Straßen mittlerweile genug. Wunderbar. Einmal bis ganz nach da oben. Und einmal hier durchziehen. Hoppale. Dann sollte sich das auch schon wieder ein bisschen besser geregelt haben. Wir benötigen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein paar von denen hier. Und euch stellen wir genug Turnt hier rüber. Sördle. Oh. Okay. Ich glaube, das war jetzt dann Overkill. Das könnte jetzt Overkill gewesen sein. Macht nichts. Jetzt da. Wenn natürlich hier ein Stückchen fehlt, dann kann ich auch nichts rausploppen. Leicht unschön gemacht von mir. Muss man an der Stelle sagen. Zack, zack, zack. Haben wir noch ein paar Roboter da? Yep, haben wir. Dich und dich hier hinstellen. Haben wir noch ein paar Stück? Yep, ein paar kommen gleich noch raus. Eventuell Lichter. Yep.
Es müssen ja nicht viele sein, aber so ein paar Lichter hier und dort wären schon angenehm. Gebe ich auch ehrlich zu. Sonst sehen wir ja nichts mehr. Und die nächsten 200 sind... Nein, der Witzke. Okay, ja, bitte da durchmachen. Ein paar hundert Stück jeweils. Das ist ordentlich. Da kann ich nicht dazu sagen. Du kommst auch weg. Dich brauchen wir nicht mehr so weit. Lichtchen. Bingo. So. Der Radar soll da forschen in der nächsten Zeit. Yep, der braucht ein bisschen. Bis der quasi den Bereich hier mal für uns aufgedeckt hat, wird es noch ein bisschen dauern. So, was wir jetzt hier noch gesehen haben, ist, wir brauchen auf jeden Fall hier noch Kohle. Das ist auf jeden Fall so richtig. Bisschen und nicht weiter. So, zwei Kohle, zwei dich, zwei hier. Läuft. Ihr seid alle am Laufen. Bis hinten durch. Ah, ich liebe es. Ich liebe es, wenn eine Fabrik funktioniert. Ansonsten, was haben wir dich hier? Du bist schon mal voll. Das heißt, dich brauchen wir jetzt mal nicht mehr. Weil Steine haben wir. Dann müssten wir es gleich auch noch mit Kupfer machen eigentlich. Dass wir sagen, wir gehen hier und bauen hier drüben dann was hin. Okay. Dementsprechend tun wir noch kurz ein bisschen das Gebiet hier abgraseln. Beziehungsweise können wir auch gerade noch mal gucken. Ja, das ist einfach so weiterlaufen für den Moment. Das passt schon. Ich wollte ja eigentlich noch einen weiteren Geschützturm machen. Das wäre noch recht interessant an der Stelle. Dass wir es hinbekommen können. Ja, das müssen wir auch anders machen. Das muss auf jeden Fall auch automatisiert sein, sonst wird es nichts. So, danke schön. Ich wollte gerade sagen, nein. Bitte rein damit. Alles rein davon. Dich immer, dich immer, dich immer. Dich immer, danke schön. Und noch ein bisschen Munition, sagen wir, rumzulaufen. Hätten wir einmal links, einmal rechts und einmal links was. Das wäre schon recht schön. Das wäre sogar richtig schön, yep. Ohne Sicherung nehme ich sonst ohne uns. So, her mit dir. Du kriegst das ganze Magazin. Zipruisieren. Brauchst du nicht. Moment, was kann ich? Ja, priorisiere Spielfiguren. Nein. Töte mich, sobald du mich siehst. Das wäre jetzt ein bisschen unschön. Bisschen sehr unschön sogar. So, wir können noch dich hier reinhauen. Schnellere. Yep, die haben jetzt auch fertig. Dankeschön. Dann können wir nämlich sagen, wir möchten das nämlich abschalten hier. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Du kommst mal komplett weg an der Stelle, genauso wie du hier. Wird also nicht mehr benötigt. Zack, 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 zack. Wir stellen hier auch mal kurz eine Elektro hin. For the time being. Dann wird das nämlich auf jeden Fall laufen. Auch wenn es asymmetrisch ist, aber was soll's. Das haut schon hin. Und hier unten können wir sagen... Wir hätten gerne... Bam, 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 bam. Wo haben wir dich denn hier? Nochmal ein paar Erzförderer. Wenn ich mir das so anschaue, reicht zwei wahrscheinlich aus für die Aktion hier. Ich muss bloß die Kohle noch wegbekommen. Einmal so. Bitte einmal durchstarten. Dann haben wir nämlich hier auch schon mal richtig unterwegs. Und das Ganze auch noch auf die andere Seite schmeißen. Wunderbar. Was haben wir noch dich hier im Weg? Jetzt nicht mehr. Steine führen noch mehr Höhlenhöfen, brauchen wir nicht. Das ist auch nicht, das ist auch nicht. Du gehst nach oben und du gehst einmal nach unten. Du bolzierst, du bolzierst, du bolzierst auch. Wunderbar. So. Dann haben wir gesagt, Kupfer müssen wir uns noch was überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viel haben wir denn momentan hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das können wir eigentlich so mitnehmen. Das können wir 1 zu 1 kopieren. Drehen uns das zurecht. Und hätten das dann hier unten mal ein bisschen aufgeteilt alles, aber was soll's. Ich finde es soweit schon in Ordnung. So, dankeschön. Dazu sei gesagt, wir werden von hier unten das Ganze abzwacken. Ja, warum nicht, warum nicht.
Direkt die Komponenten. Das tun wir uns noch kurz beisammen holen. Dich nehmen wir noch mit. Und wir sagen noch, damit sich das hier nicht aufstaut, machen wir bitte einen schnellen. Ja, das darf auch gerne mal voll gemacht werden. Das passt. Wir haben den schnellen, wir haben dich hier. Damit ihr auch schön weiter produziert auf Dauer. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. Hier runter gehen. Dorthin bauen. Und wir sind im grünen Bereich. Eventuell noch hier da vorhin bauen. Ja, da müssen wir da ein bisschen was haben. Und Bingo Nummer 1. Und Nummer 2 können wir mal gucken, dass wir das dann auch hinbekommen können irgendwie. Ich überlege gerade, dich dann da reinfuchsieren. Dann hätte man Kupfung, könnte es auch machen. So. Aber, das sieht schon mal gut aus. Das können wir so lassen. Mach aber den kleinen Cut. Render die Folge durch, damit man es am Sonntag noch sehen kann. Zumindest Folge Nummer Uno. Und hoffe natürlich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr es beim nächsten Mal wieder mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer, tschüssle. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, Anreize, sonst irgendetwas, immer nur her mit damit in die Kommentare.